Hallihallo und ich heiße euch herzlich willkommen zurück bei Halo 2 und wir befinden uns immer noch auf dem beschissenen Ring, auf dem Weg zur Bibliothek und ich hoffe, wir müssen da nicht durchlaufen. Einmal hat doch gereicht. Und wir sind gerade hier, wo hier ist. Werden wir gleich feststellen, wenn wir die Viecher hier noch haben. Wir holen uns nämlich jetzt den Panzer, der hier vorne steht. Den Skorpion. So, und der Skorpion haut gegen die beschissenen Wächterviecher ordentlich rein, sehe ich gerade. So. Weil ich weiß, ich glaube zumindest, man muss die dann zu Fuß weiter. Wenn man dann irgendwann mal die scheiß Wächterviecher alle weg hatte, könnte man nämlich zu Fuß so unten in die Höhle. Boah, bist du. Das Vieh habe ich nicht gesehen. Das Vieh habe ich beim besten Willen nicht gesehen. Och, fick dich doch. Fick dich, du scheiß Spiel. Mann, ist jetzt aber ein bisschen abgehören, ey. Wir könnten natürlich jetzt hier überall kämpfen, aber es würde uns in etwa so viel nützen wie Schaden. Irgendwie finde ich die Linie noch übelst geil aus. Wir auch können, halt. Bam! Bam! Oh. Da Platz drin sitzt oder ob da Menschen drin sitzen. Oh, da gehen wir mal lieber runter. Was halt. Ach nö. Ich dachte, man könnte den vielleicht irgendwie rausziehen, man könnte bloß die Granate reinschmeißen. Ah. Irgendwie fängt die neue Folge ja schon extrem gut an. Am besten fahren wir gleich noch ein cooles Schlupfdown rein. Jetzt wäre natürlich noch der Überburner. Ja, was ist ich glaube, das fand er nicht lustig. Das fand er überhaupt nicht lustig. Der schießt mit Raketen auf uns. Wow. Und der fand das auch nicht lustig. So bloß hier rum, ey. Oh. Gar nicht gut. Okay. Ich würde mal sagen, hier ist Fußmarsch angesagt, ne? Kann man in den Panzer eigentlich noch einsteigen? Lass uns mal Race fahren, hey. Sieht ja schon mal super aus. Der Race hat irgendwie gar keine Chance gegen den Scheiß. Wer ist das? Was können wir denn so machen? Anscheinend aber nicht mit dem seitlichen Geschütz zu schießen. Das ist ja ein bisschen anders. Alter! Hat das Ding da gerade erstmal den Panzer gepackt? Was war denn das jetzt? Boah, du willst mich doch verarschen, oder? Der will mich ernsthaft verarschen. Alter! Na komm, da seht ihr das mal, Kämpfer hat da wirklich keinen Sinn. Nicht, dass es hier heißt, ich rushe ja nur ruhig, aber Kämpfer hat an den Stellen halt wirklich überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, der hat die Bazooka gehabt. Ja, ich würde sagen, der da hat die Bazooka gehabt, ja. So eine Homo-Kacke hier. War das gerade ein Jäger oder ein Panzer? Was ist jetzt ein Panzer? Ja, genau, sage dem, wir gehen am besten noch gleich unsere Koordinaten durch, damit er uns so schön bombardieren kann. Schön.
Fall liebe ich ja. Oh, der hat aber sogar. Wollen wir mal hier rumfahren? Wie gehen wir praktisch? Ja. Wie gehen wir die ganze Zeit einmal? Jetzt soll irgendwie heil in den Panzer vorbeikommen. Heil an dem Panzer vorbeikommen vor allem. Aussteigen vor allem. Und hier weg. Ich glaube, die hat es jetzt beide erwischt. Ist zwar ein bisschen kacke gelaufen. Ich wollte die eigentlich mitnehmen, aber naja. Man kann nie alles haben. Wie hier schon alles voll im Arsch ist. Möchte hier nicht sein. Schätze mal, ihr gehört nicht zur offiziellen Belegschaft. Bin ich richtig? Wow, ich bin mal auf Anhieb richtig gelaufen. Was eine. Ich glaube, ich spiele das Spiel auch so, wie es gespielt werden sollte. Mit einem Hauch von Geschwindigkeit und nicht ewigen Aufhaltens. Also beide Varianten sind natürlich schön. Wie viele von den Viechern hier. Ah, Kontrollpunkt erledigt. Wir gehen in den Tarnungsmodus und schleichen mal hinab. Haben wir jetzt alle? Nein, nicht alle. Okay, haben wir hier unten eine MP? Oh Gott, das war keine gute Idee. Das hätten wir auch erledigt. So, machen wir nach unserer Unsichtbarkeits-Action. Ich glaube, hier kam erst die Stelle, an der ich mich immer verirrt habe. Ja. Kontrollpunkt ist schön und gut, aber wo zum Geier geht's hier bitte lang? Okay. Irgendwie ist es hier unten saudunkel gerade. Geh bloß weg, Alter. Wo zum Teufel geht's denn hier raus? Hallo. Moment, das sieht aus wie der Weg, wo ich gerade herkam. Da kam es aus dem Dunkeln und wollte mich hart von hinten nehmen. Wo zum Teufel geht's denn hier raus, Alter? Ich will doch nur raus. Geht's da oben raus? Wie es hier so dunkel ist, ey. Sollen bestimmt die Dinger sein, aus denen hier die Flat im ersten Teil mal rauskam. Wir gehen jetzt einfach mal die Rampe oben, also hoch und dann einmal rum. Mal sehen, wo wir dann landen. Ach, jetzt ist hier mehr drin. Ach. Also, diesmal bin ich froh, dass die hier waren. Komm her. Okay, hätten wir.
Hier ist dann noch irgendwo einer, knötert doch noch einer rum. Oder ist das der Ring? Oh, Alter! Oh, Herzinfarkt! Boah, nein, 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 nein. Nicht nochmal, bitte. Ich bin blind! Ich sehe doch hier nichts. Das ist nicht lustig, Jungs. Mann. So. Oh. Verdammt, den hätten wir, glaube ich, noch nehmen können. Kann ja keiner wissen, dass die Viecher gleich auseinanderfallen, wenn man den eins verpasst. Wo kommen die denn jetzt auf einmal alle her, Alter? Ihr kleinen Kackviecher. Na toll. Wer knötert hier noch? Okay. Das Ding ist voller. Okay. Einer knötert noch. Einer lief doch gerade eben noch. Da! Oh, das war definitiv zu. Okay. Haben wir beide? Ich glaube, wir haben beide. Geh mir aus dem Weg! Oh Mann, ey. Bitte sag, dass da Menschen drin sitzen, ey. Nein, er sitzt auch platt drin, das sehe ich schon. Rein so ein Tentakel raus. Gibt es hier denn nur noch Flat, Alter? Los, weg hier. Ah, guck mal, da kommt Knöter-Auges. Knöter-Auges nehme ich mit. Wir dürfen nicht auf. Wie heißen die Dinger? Space? Ich will nicht Beifahrer sein. Das wäre jetzt beinahe nach hinten losgegangen. Noch einfach. Ruhig bleiben. Da ist doch hinten unser Commander drauf, glaube ich, ja? Ja, wie ich sofort tot bin. Logisch! Na Logo, warum denn nicht? Waffnet euch! Wow! Gewitter, was tun Sie? Dafür sorgen, dass wir lebend rauskommen, so.
Ey! Das ist aber nicht nett. Hä? Alter, wie die Viecher da aus dem Dunkeln gepäst kommen. Ja, Alter, wie man da gar nichts sieht, Mann, und die Viecher da nur drin stehen, die Drecksviecher, Alter. Man sieht wirklich gar nichts, aber alles schwarz. Meine Bahn. Regt mich schon wieder auf, Alter, wie dunkel es da vorne aber auch ist, ja? Hier, da. Ja, genau, Alter, genau. Alter, das ist so ein Dreck. Wir haben ein schweres Angriffsfahrzeug. Ganz im Ernst. Jetzt reicht's mir. Was? Was ist das denn für eine Drecksrakete? Komm, töte mich. Alter, was war denn das bitte für eine Rakete, Mann? Die war doch mal übelst im Arsch. Ganz im Ernst, Alter. Ja, logisch, Alter. Krass, Mann. Weißt du, so eine Rakete verfehlt natürlich das Ziel, wenn man Zielvision drin hat. Das ist logisch, Alter. Wie mich das wieder abfuckt, Mann. Die Stelle ist einfach so kacke. Ich glaube, ich habe einfach die falsche Waffe bei. In beiden Fällen. Ist, glaube ich, nicht besonders ratsam. Wow. Oh, was zur Hölle? Warum zum Teufel tötet mich das Vieh mit einem Schlag, Alter? Ich habe hier langsam genug von der Scheiße. Was soll denn sowas, Alter? Erstmal ein Panzer, der locker Raketenschuss ausweichen kann, man. Alter. Was waren das für Geräusche, Alter? Wie mich das schon wieder ärgert, Mann. Das sind wirklich die einzigen Stellen, die im Spiel nerven. Also die Mission hier ist eigentlich, dass man froh, wenn es vorbei ist. Ich bin mir aus dem Weg. Ganz im Ernst, Alter. Das ist so. An der Stelle freut man sich einfach, dass man durch ist. Oder halt auch nicht. Boah, ich werde 3 Sprünge machen, Alter, wenn die Mission vorbei ist, ey. Das ist, glaube ich, die so das, was für Halo 1 die Bibliothek ist, ja, ganz im Ernst. Das ist die Mission für Halo 2. Aber naja. Mehr Menschen. Die wollen wohl das Symbol. Tja, dann müssen wir ihnen zuvorkommen. Aus dem Weg, Gebieter. Ich erledige diese Bestien. Naja, dann werden wir uns das Symbol wohl vor ihnen holen, beziehungsweise den Schlüssel. Das ist schon scheiße, war, wenn der Autoschlüssel. Der ist also nicht dabei. Ich tue mein Bestes, um mich die Flat vom Hals zu halten. Die Menschen dürfen das Symbol nicht kriegen. Die Hierarchen dulden kein Versagen. Ohne Ziel werde ich unruhig.